Stell dir vor, du in einer Luxusvilla in Südfrankreich. Im romantischsten Land der Welt machst du dich auf die Suche nach der großen Liebe. Zusammen mit anderen wunderschönen Singles. Wo ist da der Haken? Dein Bruder oder deine Schwester begibt sich gemeinsam mit dir auf Liebessuche. Was, wenn ich mit ihm in einem Bett schlafen würde? Wäre seltsam. Ich habe noch nie jemanden von meiner Schwester geküsst. Was steht auf der Speisekarte? Ich vielleicht? Ich habe ein Date. Gemeinsam mit meinem Bruder und zwei anderen Geschwistern. Was geht denn hier ab? Warum macht man so etwas? Es ist nicht leicht, die große Liebe zu finden. Er soll genauso gern mit mir zusammen sein wollen, wie ich mit ihm. Es schadet nicht, bei der Suche nach dem Seelenverwandten Verstärkung zu haben. Ohne dich geht's nicht. Du bist ein besonderer Mensch und mein bester Freund. Ich liebe dich. Denn dieser Mensch kennt dich besser als jeder andere. Sie fällt immer auf die Bad Boys rein. Hier soll sie mal den richtigen finden. Sind Geschwister der Schlüssel zur ewigen Liebe? Durch dich weiß ich, was ich wirklich will. Ohne dich hätte ich mich hier wohl nicht verliebt. Oder wird das die unangenehmste Dating-Show aller Zeiten? Wir werden es sehen. Rede nicht so mit meiner Schwester. Darf ich dich küssen? Gutes Gespräch. Das ist Dated and Related.